Nach 9 Tagen wieder zu Hause im Studio und ich würde sagen, wir starten den Vlog. Softbox baue ich jetzt noch auf und dann let's go. Und damit würde ich sagen, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich werde euch jetzt hier erstmal abstellen. Wie soll ich anfangen? Wie soll ich den Vlog starten? Ich bin seit gestern wieder aus dem Urlaub zurück. Ihr habt, oder die, wo mir auf Instagram folgen, haben ja mitbekommen, dass ich jetzt 9 Tage im Urlaub war in Griechenland auf der Insel Kreta. Ich habe euch ja versprochen, beziehungsweise ich habe mir gedacht, ich mache daraus einen kleinen Vlog, was wir alles so erlebt haben, wo wir alles waren, was wir so gesehen haben. Sorry aber vorab schon mal wegen der schlechten Audioqualität. Ich vlogge jetzt wieder mit meiner kleinen Kamera. Ihr wisst ja, das Mikrofon ist ja nicht so gut. Deswegen sorry, ich wollte jetzt nicht extra am PC noch anmachen und da den Vlog anfangen. Wie war der Urlaub? Wie war's? Hat sich's gelohnt? Würde ich nochmal hinfahren? Dazu komme ich dann am Schluss von dem Video. Ich habe für euch ein paar Clips gemacht. Ich habe mit der Kamera gevloggt, wie wir abends auf dem Balkon waren, wie wir was gegessen haben, wie wir was getrunken haben. Ist jetzt nichts Besonderes gewesen. GoPro hatte ich auch am Start für die Quad-Tour. Roller-Tour, also wir haben uns ein Quad ausgeliehen, wir haben uns einen Roller ausgeliehen, wir waren jeden Tag am Strand, wir haben jeden Tag 10-mal gegessen, aber wie gesagt, das werdet ihr jetzt gleich in den ganzen Clips sehen. Heute habe ich auch noch Geburtstag, das heißt, wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich 1-2 Tage schon vergangen. Ich werde trotzdem dieses Video an meinem Geburtstag für euch fertig schneiden und hochladen und ich würde sagen, wir starten jetzt mit den ganzen Clips, ich werde die alle mal schön zusammenschneiden. Schauen, was ich alles so gefilmt habe. Und ich würde sagen, wir starten, Leute. Ich melde mich am Schluss nochmal bei euch. Deswegen bleibt dran. Und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß. Los geht's. So, kleine Roomtour. Fangen wir an. Also hier der Eingang. Links ein stinknormaler Schrank. Da haben wir jetzt nichts reingetan, weil ja, für 9 Tage rentiert sich das jetzt nicht. Hier ist unser kleines süßes Bad, schon eigentlich ziemlich fresh, so ein bisschen Holzoptik, fette Dusche am Start, hier unser Waschbecken, unser Föhn, geht mega ab, ja, viel mehr ist hier nicht drin, aber ich finde es eigentlich ziemlich gemütlich. Das einzige ist, was man in Griechenland nicht machen soll, ist Leitungswasser trinken, weil es alles voll mit Chlor ist. Und ja, schauen wir mal weiter. Hier, Gott, sieht's hier aus. Hier meine Ecke, unser Tisch. Ja, sag ich nichts mehr dazu. Hier der Flo, fett am Chillen. Hier mein Bett. Ach ja, hat mir der Flo letztes gesagt, gönnt euch mal das Lattenrost. Das sind einfach nur Holzlatten, festgenagelt. Also hier penne ich, hier pennt der Flo. So sieht es bei uns aus. Also wir haben uns jetzt für 2 Tage einen Roller gemietet. Für 30 Euro. Und Alter, du kannst auch mal aufräumen. Weil hier sieht es ja auch schlimm aus. Und hier kommt man dann auf unser Balkon. Echt ziemlich gemütlich. Chillige Aussicht ans Meer. Schlicht gehalten und so kommt man wieder rein. Gell, Fettsack? Genau, sonst gibt es eigentlich nichts mehr zu sagen, außer dass wir einmal Stromausfall hatten. Da waren sogar die ganzen Hotelketten ohne Strom. Wie lange ging das? 4 Stunden oder so, gell? 4-5 Stunden ohne Strom. Ja, ist ein chilliges Hotel, aber ach ja, genau. Was wir noch haben, so einen kleinen Mini-Kühlschrank. Da noch die Reste vom Uso. Kann ich auch nicht mehr sehen hier. Wir haben gestern ordentlich gebechert. Ach ja, und das Geilste ist meine schönen Schlappen. Ja, sonst, was gibt's noch? Fernseher haben wir hier, Spiegel. Das war's eigentlich. Ach ja, genau, Klimaanlage wollten wir eigentlich auch, oder dachten wir, ist dabei. Müssen wir aber 6 Euro pro Nacht zahlen, das heißt, es wären dann
2000 Jahre später. Fast 60 Euro, 54 Euro. Weil wir sind jetzt 9 Tage hier. 6 Euro pro Tag für eine Klimaanlage. Also sind auch nicht mehr ganz sauber. Aber so, wenn man die Türen offen hat, geht es eigentlich sonst. Ja, wir sind jetzt noch, was haben wir heute, Montag, gell? Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag heißt es für uns wieder ab nach Deutschland. Und dann Video schneiden und noch die restlichen Tage chillen. So, wir machen uns jetzt fertig. Wir fahren jetzt an den Strand und zwar mit dem Roller. Ein paar Aufnahmen habe ich schon gemacht, die blende ich euch jetzt gleich noch ein. Und auf geht's, Flo, anziehen. Ja, er schläft immer bis um 11 Uhr oder 12 Uhr. Das liegt am Saufen. Was haben wir denn jetzt? 11:30. Die Putzfrau kommt jetzt gleich. So, ich würde sagen, Leute, wir fahren jetzt. Los geht's. Bei ihm auch. Also er hat einen 50 Kubik Roller genommen, ich habe 80 Kubik. Seiner läuft natürlich viel, viel, viel schneller als meiner. Hey, das sind eh so hergenudelte Dinger, hä? I just need to
Morgen. Leute, ihr werdet mich wahrscheinlich nicht verstehen, aber ich bin längst schon in Griechenland. Es gibt diesen Ausblick. Es ist so ultra nice. Was sind das für dicke Dinger? Sieht ja richtig romantisch aus. Mit dem Licht. Hallo Flo. Schwing deine Hüfte. Ja, Mann. Bin hier noch hart am Chillen. Aber das Licht sieht mega geil aus. Geil, wie sieht meine Cap aus, Mann? Alles voller Sand. Gib ihm. Ach ja, heute mal das griechische Bier probiert. Amstelbier. Also eins kann ich euch sagen. Bier können sie auf jeden Fall nicht machen. Schmeckt mega ätzend. Aber, boah, wie fertig ich aussehe. Einen dicken Uso haben wir am Start. Und der schmeckt wie Zahnpasta. Und der säuft den einfach pur. Und ich bekomme da so Kopfschmerzen. So, wir machen uns jetzt fertig. Wir gehen wieder zum Essen. Tag Nummer 3. So, erstmal Wein gekauft für 3,80 Euro. Schön auf dem Balkon. Da gibt es ja nicht mal Licht. Das ist mein Bier. Ja, Mann, sein Bier. So Leute, so sieht es hier aus. Der Hermann am Handy. Griechisches Bier, schmeckt mega widerlich. Da haben wir schon eine Flasche Wein gekillt. Der ist geil. Was macht der Flo? Flo, was machst du? Er hat Rückenschmerzen. Und fett ist er geworden. Halt's Maul, du bist auch fett geworden. Gehst du pennen? Na, du 40 Tonner. Oh, da hast du einen heftigen Sonnenbrand am Start. Alter, leck mich fett. Aber genau bis hier und dann ist Schluss. Und hier hast du irgendwie. Ach, das ist vom Stuhl. Mal hin! Da will man zum Essen gehen und muss erstmal Fußball anschauen.
und dann auch noch 60. Pfui. Was habt ihr heute Mittag? Verpiss dich. Schönes. Was trinke ich denn da? Sex on the Beach. Leute, wir haben gerade. Wie viel Uso haben wir? Nee, Raki. Wie viel Raki haben wir gesoffen? Nein, 3 Stück. Und dann noch einen schönen Wein. Dann davor noch 2 Bierchen. Und 2 Bierchen. Leute! Cool Wein, Alter. Wir fahren. Wir fahren mit dem Schlauchboot. Schalala. Leute, wir haben schon gut was getrunken. Flo ist auch schon gut dabei, Alter. Zeig mir deinen Speck. Also ich habe keine Ahnung, wie der Vlog werden soll, aber ich glaube, das wird lustig. So, jetzt trinken wir erstmal was. Ich habe hier noch Herr Hermann, wo ist unser Bier? Hä? Hermann, wo ist unser Bier? Im Gefrierfach. Wo ist das Gefrierfach? Hallo? Bist du wahnsinnig? Das tut mein Kühlschrank nicht im Gefrierfach. Das ist ja schon Stein. Also für morgen, gehen wir auf eine Party. Gibt's erstmal schönes Heineken. Das griechische Bier kann man ja hier nicht saufen. Achso, machen wir erstmal zu hier. Die Plörre. So, unsere Aussicht. Haus. Ach ja, und ich schaue gerade im Urlaub die neue Folge von Haus des Geldes an. Ultra geil. Bin jetzt bei Folge 5 von 8. So, ich melde mich, wie gesagt, nochmal bei euch kurz. Ich hoffe, die Clips sind einigermaßen gut geworden. Ich habe mein Bestes gegeben, dass ich da ja einen chilligen Urlaubsvlog rausballer. Und zwar, wie gesagt, die Leute, die mir auf Instagram folgen, haben ja, glaube ich, mitbekommen in meinen Stories, auch von meinen neuen Posts, dass ich in Griechenland war, auf der Insel Kreta, und zwar genau in Malia. Also das ist so eine kleine Stadt, ein kleines Dorf, und mega schön, mega entspannt, super Wetter. Wir hatten, glaube ich, jeden Tag an die 30, 32 Grad. In Griechenland bzw. in den anderen Ländern herrscht immer andere Luftfeuchtigkeit, deswegen ist es auch viel angenehmer, da tagsüber auch rauszugehen. Und wir sind gestern wieder in Deutschland gelandet und ich bin erstmal ausgestiegen aus dem Flugzeug und erstmal voll gegen die Wand gelaufen. Es ist ja abnormal, was hier gerade für Temperaturen am Start sind. Ich glaube, gestern waren Top-Werte an die 37 Grad. Ich habe mich dann gestern Abend noch auf mein Bike geschwungen und bin noch eine kleine Tour gefahren. Habe ich total vermisst. Und ja, mein Fazit zum Urlaub. Also erstens, Urlaub war cool. Insel Kreta, wunderschön, sehr entspannter Urlaub, Top-Wetter, Top-Wasser, obwohl ich sagen muss, das Meer war schon sehr warm, gut, da hat es ja auch jeden Tag an die 30 Grad, von früh bis abends. Hotel war super, wir hatten ein 3-Sterne-Hotel, wir haben das damals im Reisebüro gebucht und haben die Rezensionen durchgelesen, haben mit der Reiseleiterin, sage ich mal, nochmal besprochen. Sie hat auch gesagt, sie würde es empfehlen. Und ich war mega zufrieden, Zimmer waren sauber, schönes Zimmer, aber das habt ihr, glaube ich, in den Ausschnitten schon gesehen oder in den kurzen Clips schon gesehen. Und ja, wir waren jeden Tag zweimal essen, ich kann kein griechisches Essen mehr sehen, ich habe die Schnauze voll. Es war zwar mega lecker, aber egal in welches Restaurant oder in welche Bar man gegangen ist, es gab halt immer fast das Gleiche, das heißt Gyros, Tzatziki, Weinblätter und so weiter. Das Einzige, wo ich so negative Punkte gesehen habe im Urlaub, also wie gesagt, Hotel super, Strand 40 Meter zum Strand. Wo hat man das in einem 3-Sterne-Hotel? Neben uns links, rechts waren 5-Sterne-Hotels und die waren deutlich teurer und hatten genau den gleichen Weg zum Strand wie wir. Ja, das Einzige war, irgendwann, also wir waren ja 9 Tage, irgendwann wird das alles eintönig. Man hat zwar die ganzen Passagen, die ganzen Gänge, die ganzen
Bars und Restaurants, aber im Endeffekt ist das alles gleich aufgebaut. Bei jedem Restaurant hat man den Blick aufs Meer, was sehr, sehr schön ist, aber im Endeffekt braucht man dann nicht ins nächste Restaurant zu gehen, weil man hat den gleichen Ausblick wie in einem anderen Restaurant. Also es ist halt irgendwann ziemlich eintönig. Und ich bin halt noch jung, ich will noch ein bisschen was erleben, ich mache Musik, ich will Party machen, ich will Spaß haben. Und Insel Kreta ist halt ein reiner Erholungsurlaub, was mal sehr, sehr gut getan hat, um mal ein bisschen abzuschalten vom Arbeitsstress, vom generellen Alltag. Im Endeffekt empfehle ich das Land bzw. die Insel natürlich weiter. Also wenn ihr mal Erholung pur haben wollt, fahrt oder fliegt auf die Insel, es ist mega schön. Natürlich hat es auch seine Vor- und Nachteile mit Abgasen, also da scheißt echt jeder drauf. Da fährt jeder Mensch, egal ob alt oder jung, nur mit dem Roller, nur mit dem Auto. Es werden fast keine Fahrräder genutzt. Natürlich geht man zu Fuß zum Strand, aber man sieht halt die Abgase und den ganzen Scheiß ist da halt extrem hoch. Und ja, das kann man halt auch nicht mit Deutschland vergleichen, mit dem ganzen Verkehr. Und ja, auf jeden Fall, wenn ihr Erholung braucht, fliegt auf diese Insel. Mega schön, mega entspannt, aber ihr habt da keine Party. Apropos, die, wo mir auf Instagram folgen, haben es ja mitbekommen, dass ich im Urlaub war. Die, wo es nicht wissen, das ist mein Instagram-Profil und ich habe hier so eine Story-Highlight für euch gemacht für den ganzen Urlaub. Also die ganzen Stories habe ich da reingepackt, die könnt ihr euch nochmal in Ruhe anschauen. Und ja, Fazit jetzt im Groben und Ganzen. Ich werde auf jeden Fall nicht mehr hinfahren. Ich habe es gesehen, mir reicht es einmal. 9 Tage waren mir auch ein bisschen zu lang, weil wie gesagt, irgendwann wird es eintönig. Ich war zwar mit meinem besten Kumpel da, aber irgendwann wussten wir auch nicht mehr, was wir machen sollten. Jeden Tag essen gehen, klar. Ich hatte auch keinen Bock zu kochen, also wir waren natürlich auch im Hotel. Das Frühstück war jetzt nicht besonders gut, aber nebendran hatte man links und rechts Supermärkte, Cafés, also man konnte frühstücken. Was auf jeden Fall die Griechen nicht können, das kann ich euch jetzt schon mal sagen, ist, also ich bin Kaffee-Junkie, kann ich mal sagen, also ich trinke sehr viel Kaffee und die Griechen können keinen Kaffee machen, deswegen habe ich mir von Starbucks immer so kleine Fertigkaffee gekauft, aber natürlich kalte. Und genau, was ich auch noch kurz sagen will, ihr dürft auf jeden Fall, das werdet ihr aber dann auch mit der Reiseleiterin oder das wird die Reiseleiterin euch auch noch sagen, ihr dürft in Griechenland, ich glaube egal wo ihr seid, kein Leitungswasser trinken, weil das alles mit Chlor versetzt ist. Und es war ein bisschen assi, weil ihr müsst überlegen, ihr kommt vom Strand, ihr kommt vom Spazierengehen oder von irgendeiner Tour, geht in euer Hotel, wollt duschen und duscht euch mit Chlor. Und ich habe halt an meiner Haut gesehen, es ist nicht so schön gewesen, aber im Endeffekt rundum war der Urlaub geil. Ich will aber nicht nochmal hinfahren, weil ich brauche ein bisschen mehr Action. Ja, jetzt melde ich mich ab. Ich hoffe trotzdem, euch hat dieser Vlog gefallen. Ich weiß, der hat jetzt nicht so, oder der passt nicht so rein in die anderen Videos, was ich hier so hochlade. Aber trotzdem habe ich euch gesagt, ich nehme ein bisschen was für euch auf. Ich habe meine GoPro mitgenommen. Ich habe die Kamera mitgenommen. In diesem Sinne, ich hoffe, wie gesagt, euch hat es gefallen. Wenn ja, gern wieder einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal. Ich werde mich jetzt wieder, zwar heute nicht, weil heute werde ich mich mit meiner Family ein bisschen treffen, ein bisschen meinen Geburtstag feiern, mit Freunden abends noch was trinken gehen. Ab morgen heißt es für mich wieder ab ins Studio, ein bisschen Musik machen, das habe ich wirklich vermisst. 9 Tage keine Musik hören, ja gut, hören schon, aber keine Musik produzieren. Und ja, in diesem Sinne, Leute, trinkt viel bei diesem Wetter, weil es ist echt krass, was draußen abgeht, 40 Grad oder 35 Grad. Und ich schwinge mich jetzt hoch, schneide das Video zu Ende, treffe mich mit Family, treffe mich mit Freunden. Ich hoffe, wie gesagt, der Vlog hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.